Ja. Hallo, guten Tag, mein Name ist Taro Merkalinen. Aufgrund zahlreicher Anfragen einiger unserer Fans haben wir beschlossen, einmal einige Künstler, die bei unserem Label GLDJ Productions unter Vertrag sind, zu interviewen. In Zusammenarbeit mit Hangover Television haben wir uns in Wittgensdorf, dem deutschen Sitz des Labels, eingefunden. Von hier stammen so manch bekannte Künstler wie der Karikaturist Henry Büttner sowie Kriminalautoren Tom Wittgen. Bekannt ist es außerdem durch seine regelmäßig stattfindenden GoX-Gottesdienste und der erfolgreichen Veranstaltungsreihe Große Kunst im kleinen Ort, kurz GKIKO. Was aber noch viel mehr ein Thema ist, sind die hin und wieder mal auftretenden extremen Wetterlagen mit starkem Regen, welcher zu Überschwemmungen führt oder vor kurzem erst der viele Hagel, der vieles zerstört hat. In diese schöne Gegend bei schönstem Sommerwetter haben wir nun insgesamt 6 Künstler eingeladen, um ihnen gewisse und spezielle Fragen zu stellen. Einige von ihnen sind weit hergereist oder kommen gerade aus dem Urlaub zurück. Daher sollten wir uns nun zurücklehnen und die kommenden Gespräche genießen. Unser erster Gast ist jemand, der Electro House mit Physik kreuzt. Jonas Seilbahn aus Innsbruck. Hallo Jonas, wie geht es Ihnen heute? Danke, mir geht es ganz okay. Wie kamen Sie auf die Idee, Ihre Songs und Produktionen nach physikalischen und wissenschaftlichen Themen zu benennen? Ich habe an der Universität Innsbruck Mechatronik studiert und beim Hören von Innsbruck Elektronik kam mir dann die Idee, auch elektronische Musik zu machen. Ich brauchte damals natürlich auch Namen und habe überlegt, was ich in meinem Studium mache, damit zu verbinden. Nun haben wir fast ein halbes Jahr lang nichts mehr von Ihnen gehört, also an neuen Songs. Haben Sie so viel noch mit Ihrem Studium zu tun oder gibt es demnächst Neuigkeiten, eventuell ein neues Album? Also ich habe ja mein Studium kurz nach Regeneration abgeschlossen und arbeite gerade daran, ein Album fertigzustellen. Nehmen Sie sich da aus Innsbruck etliche Inspirationen mit? Ich bin ja zurück aufs Land nach Scharnitz gezogen, um Ruhe zu haben und auch mal wandern gehen zu können. Und das Gewändle ist richtig schön und man ist in 2 Minuten in Deutschland. Das ist eigentlich ganz witzig. Haben Sie schon einen Zeitpunkt, wann das Album herauskommen wird oder auch schon einen Namen des Albums? Ich hätte das in ungefähr 2-3 Monaten mit dem Release zu rechnen ist. Es hängt gerade noch an 2-3 Songs, die auch noch nicht ganz fertig sind und bei denen ich gerade auch nicht weiterkomme. Der Konzeptname ist im Übrigen Ökometrie. Können Sie uns den Namen näher erklären? Naja, im Studium haben wir auch viel mit Statistik zu tun gehabt und im Wirtschaftszweig dann auch über Ökometrie gesprochen, welche die Zusammenfassung der statistischen und mathematischen Daten in der Wirtschaft darstellt. Dann wünsche ich und Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke Ihnen auch. Als nächstes begrüßen wir jemanden, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Problematiken der Dritten Welt und den Begriff Afrika musikalisch zu definieren und in Szene zu setzen. Iman Demira.
Hello, Riemann. How are you doing today? Thank you for asking. I'm doing quite fine. How would you describe your connection to Africa? I know you wanted to call it the Black Continent, didn't you? Well, my connection is there because of the former colonies of Great Britain. And I feel like we did a lot of bad things to those people in the past, which is why I wanted to get the people there themselves small and traveled through Africa from north to south. And from that experience, I made this album African Heaven. So my connection is quite deep now because I feel like I owe the people there a lot. But would you consider living in Africa longer? Is there a place you would stay forever? Actually there is, yes. In South Namibia, we have places which are quite untouched and where there are not many human beings. And it's really quite nice over there. And yes, if I could, I would stay there forever. What means if you could? Is there anything stopping you from that? Well, honestly, I think helping other people has more priority at the moment than helping myself or clearing myself from running away from all the problems I have. So that means you're not just caring about the bad things in Africa, but also about grievance in Europe? I do show a real interest in that and try to write books and script about these problems to make them public and for people to protest against and to learn from. Then we hope your fight against poverty, social grievance and so on will be successful, and we hope to hear new things from your work. Thank you, and I hope I can also come up with a new music for you to enjoy soon. Kommen wir zum Underground schlechthin. Gerade noch in Wuppertal unterwegs und jetzt schon bei uns hier auf der Bank. Der Godfather des Neo-Trance und Eurodance, Jonne Reporata. Hi Jonne, hyvää huomenta. Moi. Terve. Kuinka voit? Hyvin. Minkälainen reissusi oli? Hauska. Kiitos. Työskentelet myös projektissa Karmia Puko. Eikö se oli väsitävä? Ai. Mistä saat energiaasi? Ravinnosta. Ja inspiraatiosi? Päästöni. Tuleeko on päin uutta aamupia? Kyllä. Eurodance tai neotrance? Molemmat. Minä menet tämän haastatteluun jälkeen? Kotiin. Siten onnea tulevaisuuteen ja kiitos haastattelusta. Okei, näkemiin.